An der Superhero High lernst du eine Superheldin zu sein, nicht nur für Metropolis oder die Erde. Das Universum zählt auf euch Heldenwesen. Wieso schließt man diese unglaublichen Sachen weg? Apocalypse? Vor vielen Jahren brachte Darkseid, Herrscher von Apocalypse, seine Armee mit gekaperten Teleportern auf die Erde. Und fast hätten unsere Helden den Kampf gegen Darkseid verloren. Wow. Und nun, zur Sicherheit von uns allen, habe ich als einzige Zugang zu den Boomtubes. Und das ist wirklich in Ordnung? Oh, natürlich. Du steigst da ein, springst in die Tube nach Korriga und ich verschließe danach alles, sodass keiner etwas davon ahnen wird. Da kann wirklich nichts Böses passieren. Siehst du? So macht man das. Nicht dieses Gekratze und Getrete. Jetzt kümmer du dich um die Sirene. Warte genau hier, mein Goldschätzchen. Na endlich, Furien! Macht euch bereit, denn heute erobern wir die Erde! Ja! Gewalten von Apokalypse, Kraft des Amethyst! Ach, du dicker Dämon! Ah, das ist aber viel Kraft! Da wackeln ja die Zähne! Was soll denn das werden? Sie sitzen auf meinem Stuhl! Ja, Granny Goodness. Übrigens danke, dass Sie so nett auf das Ablenkungsmanöver mit Gorilla Grodd reingefallen sind. Er musste verschwinden, weil wir das einfach nicht hinkriegen mit dieser Gorilla-Bewusstseinskontrolle. Gern geschehen, Granny. Noch so eine Super-Uschi? Die stampf ich weg! Die krieg ich. Stellvertreter Grodd. So nicht. Hatte alles mit einer Aufgabe in Principal Wallace Task Force Exkurs. Uns ist bekannt, dass Lashina vorhat, die Female Furies aus dem Bel-Rav zu befreien. Sollte sie Erfolg haben, werden sich die Furien mit Sicherheit an der Superhero High rächen.
Gehen wir nochmal unsere Strategie durch. Und denk immer dran, eine Mission ist dann erfolgreich, wenn sie das Unerwartete erwartet. Das Unerwartete. Lashina. Female Furies. Kommt raus, wo immer ihr seid. Hinterher! Hallo, Supermädels. Ich möchte euch einen alten Freund von mir vorstellen. Tut mir leid, wie heißt du noch? Brian. Brian wird gleich alles über die Agonie-Matrix erfahren. Also, wenn ihr ihn nicht findet. Ihr habt 2 Minuten. Tick-Tack. Was sollen wir tun? Ich kann euch helfen. Big Barda? Ich kenne mich gut aus mit der Agonie-Matrix. Du bist von den Female Furies. Wieso solltest du uns helfen? Na, wegen Brian. Er versorgt mich immer mit extra Kartoffelstampf. Was ist? Na, also, wenn ihr mich nicht rauslasst, dann Lashina. Ohne mich werdet ihr auf gar keinen Fall die Agonie-Matrix stoppen. Ja! Da lang! Beeilt euch, bitte! Du kriegst so viel Kartoffeln, wie du willst! Die Female Furies! Sie dürfen uns doch nicht entwischen. Nichts für ungut. Kein Ding. Katana, bleib du hier bei Big Barda. Ich stoppe die Furien. Furien, zurück in die Zellen! Was? Du solltest doch beschäftigt sein mit Bri-Bri. Mädels, los, schaff sie hier weg. Stomper kommt und holt Eislocke. Stomper holt sich gleich eine Erkältung. Halt! Bitte, dann mach ich das eben. Wir haben Principal Waller dann erzählt, wie uns Big Barda geholfen hat. Und der Rest ist Geschichte. Oder eher Supermaterial für die nächste Heldengeschichte von mir. Batgirl und Hawkgirl liefern einen Gefangenen ab. Bat, Hawkgirl. Sehr gut, ihr habt die Schattenkutte erwischt. Das war wirklich gar nichts, Commissioner Gordon. Die landet früher oder später sowieso hier. Schön, dass wir früher draus gemacht haben. Ja, finde ich auch. Dad! Lashina! Vielen Dank fürs Reinbringen, Mädels. Es ist so schwer, durch die Sicherheitsschleuse zu kommen. Jetzt hole ich nur noch schnell meine Female Furies und ihr seid mich los. Das kannst du vergessen. Sehr gern. Ihr aber dann auch ihn. Da war eine Giftladung drin. Das einzige Gegenmittel ist an einem Ort, der mich besonders an zu Hause erinnert. Ich bin ja prinzipiell jemand, der gern Pech schwarz sieht, was diesmal heißt. Ihr müsst mich laufen lassen. Die Zeit läuft, Ladies. Auf nach Hause, meine Furien! Stomper, aktivier die Motherbox! Oh Mann, nicht schon wieder! Lashina meinte, das Gegenmittel ist an einem Ort, der sie besonders an Apocalypse erinnert. Apocalypse ist dunkel. Gefährlich! Und es müffelt schlimm. Der Asphaltsee im Park. Den hat sie gemeint mit Pech schwarz sehen. Du nimmst die Westseite, ich die Ostseite. Da liegt das Gegengift. Ja.
Tempel. Erst dann holst du mich hier raus. Kommen Sie, Commissioner. Entschuldige, Dad. Mir sind die Female Furies entwischt. Oh, Babs. Schwere Entscheidungen zu fällen zeichnet wahre Helden aus. Und du hast dich richtig entschieden. Stinkt es hier etwa nach Teer? Ach, weißt du, Dad, Verbrechen stinkt. Die Female Furies. Und sie stehen auf meinem Rasen. Granny Goodness. Bitte, ihr Supis. Wir kommen in vollkommen friedlicher Absicht. Und Frieden möchte der Botschafter mit diesen Spielen doch im Kern gern erreichen. Botschafter Garin Beck nehme ich mal an. Ich bin Granny Goodness, die Dekanin der Apocalypse Magnet School. Wir haben eine Einladung Ihres Ausschusses erhalten. Botschafter Beck hört nicht auf Ihren Quatsch. Granny Goodness und die Furies wollen uns einer Gehirnwäsche unterziehen. Amanda, ich weiß, dass Sie es gewöhnt sind, hier die Entscheidungen zu treffen. Aber denken Sie daran, dass die Spiele einzig und allein dem Ausschuss unterstehen. Und es wirkt hochoffiziell, nicht die Entscheidung, die ich getroffen hätte. Aber ich vertraue darauf, dass der Ausschuss seine Gründe hat. Als Botschafter ist es unsere Mission, Frieden zu fördern. Und daran halten wir uns, indem wir der Apocalypse Magnet erlauben, an der Meisterschaft teilzunehmen. Das wird nicht gut ausgehen. Big Barder, wir haben dir einen Platz freigehalten. Einmal eine Fury und auf ewig eine Fury, richtig? Ignoriere sie. Eine typische Taktik, um dich zu verärgern. Sicher. Danke, Lady Shiva. Lashina, sei nicht so aufgebracht wegen Big Barder. Sie hat jetzt neue Freunde gefunden. Und sie wird sie bestimmt genauso in der Patsche sitzen lassen wie uns. Stomper Patsche nicht leiden können. Es war keine Patsche, sondern schlichtweg eine Jugendstrafanstalt. Wir haben unsere Zeit für unsere Verbrechen abgesessen. Aber du hast sie nicht abgesessen. Du hast uns verraten, um da rauszukommen. Aber eins muss ich dir schon lassen. Dieses Gutes tun ist wirklich einer deiner allerbesten Tricks. Stomper findet hübschen Schatz. Ja! Leg das zurück! Los, Furies! Erledigt diese Suppies! Hey, du Hummel! Ich hätte dich schon beim letzten Mal erledigen sollen. Ja! Guck mal, was Stomper gefangen hat. Darf Stomper behalten, hä? Nein, Beth! Oh nein! Batgirl, wach auf! Nicht so schnell! Schön feine Scheiben! Gottgütige Gurke! Mir läuft ja mein Lebenssaft aus! Kommt schon, Furies! Hey, Granny. Geh mir aus dem Weg, Big Barder! Ich nehme von dir keine Befehle mehr entgegen. Ich treffe jetzt meine eigenen Entscheidungen. Mich schlägst du nicht, Barder? Bumblebee, stich Speed Queens Rollerblades. Ja! Nein! Gib es zurück, oder Betsy muss dran glauben! Supergirl, Harley Spuggy. Oh!
Super nicht ausstehen können, Lasso. Komm mit uns nach Hause. Du wurdest als Fury geboren und wirst auf ewig eine Fury sein. Du hast recht, ich wurde als eine Fury geboren. Aber ich habe mich geändert. Ich kämpfe jetzt für das Gute. Du hast es geschafft! So kann man einen Megastab auch benutzen. Mit dem Ohr! Da fliegt